Lange nicht abgeschlossen. Denn auch einer der aktuellen Fremdarbeiter muss sich nicht verstecken, trotz anfänglicher Probleme. Ja, er hat halt Ho-Ho immer geschrien und Ho kann links sein und kann rechts auch sein. Also das war nicht ganz einfach. Und was sagt er jetzt? Jetzt kennt er uns mittlerweile beim Namen und den Rest machen eh wir. Aber auch er macht einiges. Trifon Ivanovs Kampf und Offensivkraft tragen das ihre zur Erringung des 30. Meistertitels bei und verschaffen dem Bulgaren eine Erfolgsprämie der besonderen Art. 3 Monate darf er am Steuer eines Ferraris von seinen sportlichen und menschlichen Besonderheiten träumen. Was mir bei ihm natürlich sofort einfällt, ist, dass er, glaube ich, der einzige Mensch ist, der, nachdem er sich rasiert hat, innerhalb von 5 Stunden wieder einen Vollbart hat. Wie gefällt dir dein Papa, wenn er so einen Vollbart hat? Nicht so gut. Erst in der 88. Minute geht Rapid gegen 9 Salzburger in Führung durch den bulgarischen Libero Ivanov. Ein unverändertes Bild nach Seitenwechsel. Stöger und 2:0. Und Ivanov, Trifon Ivanov, der Libero, erzielt das 2:0. Wieder per Kopf, wieder nach einem Eckball. Diese hohen Flanken, die sind die gefährlichsten Aktionen der Hütteldorfer. Und da hat die Abwehr der Rumänen sicherlich ihre Achillesferse. 2:0 in der 60. Minute, der Torschütze Ivanov. Vor mehr als 50.000 Zuschauern im Estadio José Alvalade kann Rapid dank eines medizinischen Wunders auf einen Schlüsselspieler zurückgreifen. Erst eine knappe Woche zuvor war Trifon Ivanov am Meniskus operiert worden und nach nur 6 Tagen intensiver medizinischer Betreuung durch Hans Meyer steht der Bulgare wieder zur Verfügung. Dennoch steht die Abwehr der Hütteldorfer keineswegs sicher. Und da hat die gesamte Rapidabwehr geschlafen. Ball ist doch im Spiel. Und der Ball Tor. Ist im Tor. Jawohl. Jawohl. Christian Stumpf erzielt das 2:0. Unglaublich. In der letzten Sekunde. Da die ausgeschlossen. Das Spiel geht weiter. Und Christian Stumpf erzielt das 2:0. Hoffentlich geht die Parallele zum Salzburg-Spiel weiter. Hier, Ivanov. Und dann ist Stumpf mit dem Kopf da und erzielt das 2:0 in der Nachspielzeit. In der Nachspielzeit das 2:0. Christian Stumpf mit seinem wichtigsten Tor. Ja, der Urheber des Tores war der Ivanov. Der Ivanov hat den Tormann gesperrt, hat den Ball in der Luft rübergebracht zu den Stumpf. Hier sieht man es und der Stumpf geht ins leere Tor. Also der Ivanov als selbsternannte Sturmspitze hat das Tor möglich gemacht. Und die Portugiesen nur mit 10 Leuten. Samatov, die nächste Reprise des Duells mit Gugge. Und jetzt im letzten Augenblick Trifon Ivanov. Bitte sehr nachlässig, es wird jetzt gefährlich, denn wie immer mit einem Mann weniger kommen jetzt die Russen, werden kräftefrei und es wird gefährlich. Rapid ist ganz einfach zu nachlässig. Das erhoffte Fußballfest ist dieses Rückspiel im Europacup, der Pokalsieger im Viertelfinale bisher ganz sicherlich nicht geworden. Der Aufstieg der Hütteldorfer würde
allerdings über alle Schwächen hinwegtrösten. Janka, jetzt, 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 jawohl! Und die Heldenstory ist von Hans Krankl prophezeit worden. Und mit Turban schießt er nach einem Cut am Spielfeldrand verhaftet. Schießt er das 1:0. Hier setzt er sich gegen Poptun durch, wartet lange, lässt den Verteidiger nicht zum Ball kommen und versenkt den Ball zum 1:0. Ja, man sieht hier in der Zeitlupe, er setzt seinen Körper sehr gut ein. Er sperrt den Verteidiger weg und macht dann das Tor im Stil eines Klassemann. Ich habe gesagt, Spieler mit Turban sind brandgefährlich. 1:0. Das ist es, das ist es. Ja, der Ball ist im Tor. Christian Stumpf, das 2:0. Gefühlvoll hebt er den Ball ins Tor. Haben Sie noch gehörigen Respekt? Noch immer. Herauf. Ivanov. Hätte sich fast bezahlt gemacht, dass er im Angriff spielt. Noch einmal ein Eckball für Rapid. Jetzt sind alle im gegnerischen 16er. Ah, der Konzel Michel kommt aus dem Tor aus, er geht bis zur Mittellinie, aber ich glaube, er bleibt doch hinten. Die reguläre Spielzeit ist vorbei. Er pfeift ab, es ist vorbei. Und jetzt ist das Spiel aus. Standing Ovations, obwohl so manchem eher zum Heulen zumute ist.